Hallo und herzlich willkommen heute beim Let's Play Together. Nur mit Vash, der Dale, den haben wir arbeiten geschickt. Irgendwer muss ja das Geld für den Server anschaffen. Und da ja leider der Dale die Eigenschaft hat, die Planeten bei sich zu horten, haben wir gewechselt. Und welches Spiel darf Vash euch erklären, denn der ist ja der Profi. Ja, erstmal hallo und ja, was heißt der Profi? Ich sag dazu mal, ich habe in diesem Spiel viele Challenges gemacht, um hier diverse Charaktere und Items freizuspielen. Also eigentlich hatte ich im Endeffekt alles. Auch wenn ich sagen muss, dass ich das, ich glaube, ein Charakter und das ein oder andere Endgame-Item, was man nur bekommt, wenn man den schwersten Mode durchspielt, die habe ich dann wohl doch über eine Textdatei dabei gecheatet, so ehrlich muss ich sein. Weil den schwierigsten Modus komplett durchzuspielen mit letzten Boss, das ist wirklich abgefahren schwer. Ja, wie schwer? Ich spring mal rein. Was sagst ich du? Ich spring mal einfach ins Spiel rein, würde ich sagen. Also und wir dabei haben können wir jetzt noch ein hier bisschen. Auch jeder den Startcharakter, weil ich habe jetzt auch einen neuen Rechner und habe das Spiel neu installiert und habe deswegen mein Savegame nicht. Darum spielen wir jetzt beide den Enforcer, den anderen, den Kommando. Den Kommando. Genau. Ich launche mal, schon mal. Launche. Also ich hab gar keine Erfahrung, ich habe das Spiel so 2 Minuten. Ah, hier steht jetzt True Mass, okay. Ja, ausgezeichnet. Ich kann mich nicht mal bewegen mit meinem Controller, das nervt mich gerade ein bisschen. Du bist gehüpft, das reicht, glaube ich. Ich halte den Rücken frei so lange. Also, den Spielnamen hast du noch, glaube ich, gar nicht erwähnt. Active, yes. So, jetzt müsste es aber auch gehen. Jawohl. Yeah. Ausgezeichnet. Das Spiel heißt Risk of Rain. Ich glaube, du hast es nicht gesagt. Bin mir nicht ganz sicher. Oh, Verzeihung. Ich dachte, du hättest es am Anfang gesagt. Nee, aber ist auch von Shucklefish. Beziehungsweise, ich glaube, Shucklefish ist hier nur der Publisher. Publisher. Und nicht der Entwickler. Interessanterweise habe ich mein Ausrufezeichen an meinem Namen. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Vielleicht, weil du hier der Pro bist. Nee, ich denke, ich nehme mal was anderes, als was mit der Konnektivität zu tun hat. Denn, wenn wir mal eben kurz ein bisschen spoilern wollen, wir planen ja auch ein Ründchen Smite mal zu spielen. Das downloade ich gerade nebenbei runter. Ich denke, ihr wisst, was ich damit sagen möchte. Ja. Und jedenfalls könnte es sein, dass es deswegen ein bisschen Bandbreite zieht. Und dass ich deswegen. Ich muss ganz mal eben den Ton hier ein bisschen runtersetzen. Ja, aber ich habe den schon sehr runter. Doch tue es nicht zu lange, denn das Spiel ist punishing. Ich glaube nämlich, du warst bist gerade eben sehr schlecht zu hören, wenn ich schieße. Deswegen habe ich bisher noch nicht viel geschossen. Also, ja, wir müssen leider 2 Folgen ohne Dale hinkriegen und Dale hat ja den Heimatplaneten. Deswegen können wir euch leider noch nicht zeigen, was hinter den Drachen wartet. Und werden uns halt mit Risk of Rain und Smite so lange vergnügen. Kennst du diese Türme hier, um mal so ein bisschen was ganz anderes zu erzählen? Ich habe vorhin auf allen möglichen Wind wenn ich den aktiviere. Die müssen wir ganz schnell umbringen, dann kriegen wir ein Item. Also sind so ganz kleine Viecher, die nach links und rechts laufen. Einfach ballern. Aber die sind bestimmt knuffelig süß. Ja, sind sie auch. Boah, das war nicht die Taste für ballern. Ah, ich wusste, einer springt nach oben weg. So. Danke. Hey. Ich habe auch das Item bekommen. Du nix. Aber es ist ja gerade nicht so schlimm. Das ist lieb. Du bist gerade zu meinem Spiel gejoint, sagte das Spiel mir gerade. Ich bin gerade gejoint? Oh ja. Ja. Ich erkenne das Spiel sehr früh. Ich mach mir die Kiste auf und krieg ein Guardian's Heart. Oh, das ist recht gut. Das ist ein Schild. Ach, der Chat, der. Wirst du an deinen Lebenspunkten sehen, dass die jetzt ein bisschen so ausgeblaut sind. Mhm. Und du hast jetzt halt mehr Max-HP als aktuelle HP. Ja, das stimmt. Wir können übrigens diesen Monster-Shrine nochmal starten. Echt? Oh, oder ich hole mir mal eben die Schatztruhe. Moment, weg da! Mach das doch. Ich habe gar nicht genug Geld. Ein Raketenwerfer. Der ist bestimmt absolut nutzlos. Was macht der? Der ist absolut nutzlos. ja, Risk of Rain, ein Spiel. Ihr seht in sehr schöner, wie nennt man das? Voxografisch? Ist das Vox? Nein. Oder Pixel, ne? Ja, das ist Pixelgrafik, ja. Recht simpler, also simplistischer Pixel-Style, aber erinnert das ein Gameplay bisschen ist an der Wahnsinn. Also es macht auch unglaublich viel Spaß, besonders also, wenn man es im LAN spielt mit 4 Leuten. Mit 2 ja, macht es schon Spaß. Wir sind zu zweiter quasi ich schon will zu damit viert. Unseren Spaß hier nicht schmälern. Ah, hier ist glaube ich dieser Altar, genau, den suchen wir nämlich. Hier arbeitet man sich durch Level, das Spiel, ihr seht ganz oben
Links oben. Rechts oben. Der Schumbock sammelt schön das Gold ein, was ich gerade aus den Gegnern geknallt habe. Also links oben ist unser, ist mein aktuelles Gold. Und rechts oben seht ihr die Schwierigkeit und einen Timer, der läuft. Denn das Spiel wird schwerer, umso länger wir spielen, für diejenigen, die es noch gar nicht kennen. Aber ich glaube, das ist ziemlich durch die Presse gegangen. Also Risk of Rain hat auch nicht gute Reviews bekommen, wenn ich mich da richtig entsinne. Und auch unter anderem für den Soundtrack, den ich mal eben kurz anmerken möchte, der wirklich sehr gut ist. Oh, ich habe, glaube ich, die Musik aus. Meinst du, ich sollte die mal eben anmachen? Ja, das kannst du tun. Dann nehme ich mir gleich mal da eben eine Auszeit. So, ich werde den Altar noch nicht starten. Und ich warte eben, bis der Herr Schumbock wieder da ist. Schick, schick. So, jetzt mit Musik. So, erklären wir noch ein kleines bisschen zu den Charakteren. Das Ganze hat so auch ein kleines bisschen einen MOBA-Charakter. Wie ihr sehen könnt, leveln wir auf. Und bekommen dementsprechend auch... das sind die kleinen süßen Knubbelviecher abgehauen. Die sind da oben. Wie viel Zeit hat man? Ja, kriegen Erfahrungspunkte. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ja. Jedenfalls Gold und Erfahrungspunkte. Dadurch leveln wir natürlich auf. Und mit dem Gold können wir hier Kisten und andere Schreine, also Schreine sind es hauptsächlich, auf der Map, die können wir aktivieren. Und dadurch kriegen wir Items. Wie dieser Schrein, der hier in der Ecke steht zum Beispiel. Wenn wir den jetzt starten, dann spawnen da ganz kleine Nudelkreaturen raus, die der Olli da oben hoffentlich umbringt. Ich habe irgendwas umgebracht. Ich habe hier einen Willowisch bekommen. Wir haben sie alle getötet. Und ich habe gerade eine rote HP-Anzahl mit 312. Da flogen immer so rote Sachen zu mir hin, wenn was stirbt. Was ist das? Oh, ah, das, dann hat einer von uns ein Leid. Ich glaube, ich habe ein Infusion habe ich. Genau. Was macht das? Ah, ein Mortar. Das ist quasi ein Proc-Item. Wenn ich schieße, dann prockt das irgendwann raus. Das ist so ein kleiner Granatenwerfer, kann man sagen. Achso, ne, ich meine meine Infusion, dieses rote Zeug, was zu mir fliegt. Ah ja, genau. Du bekommst Lebenspunkte. Also durch Kills, glaube ich. Ja, durch Kills. Ne, Quark, du bekommst durch Kills Maximum HP. Das heißt, du kriegst dann am Ende einen unglaublich hohen HP-Pool, weil du pro Kill einen HP zu deinem Max-HP bekommst. Ja, das passt. Das ist also wirklich sehr, ein sehr krasses Item. Jedenfalls, um noch einmal zum MOBA-Charakter zu kommen, jeder Charakter hat 4 Skills. Da wir jetzt beide den Kommando haben, haben wir folglich auch die gleichen Skills. Der Schumbock hat übrigens gerade den Boss gestartet. Und die Skills vom Kommando sind einmal so eine Dauerfeuersalve, eine quasi Shotgun und eine Ausweichrolle und sein Standardschuss. Den mache ich jetzt, seht ihr jetzt vielleicht, na, nicht ganz links im Bild. Du sollst dich übrigens bewegen, wenn er diese Kugeln macht. Ach so, ich dachte, den müsste man nur ausweichen. Wenn du so raus oh ja. Yeah. Oh, Alter. Enemy den hast du natürlich eingesammelt. Ja, es geht ja für uns beide, denke ich. Ne? Ja. Also wir haben jetzt den Boss besiegt in diesem Level und das bringt uns folglich gleich quasi... Oh, unlocked. Defeat 20 Lemurians. Ja, das war jetzt ein Achievement, womit man auch unter anderem Sachen freischaltet. Ja, bei diesem Spiel kann man nicht anders als zum Höcksken auf Stöcksken kommen, denn hier passiert so unglaublich viel gleichzeitig. Es ist schwer, alles gleichzeitig zu kommentieren. Ja, du machst das schon, ich vertraue dir. Jedenfalls, wie man im Bild in der Mitte auch wahrscheinlich beim Schumbock gerade sehen kann, ticken da die Sekunden noch. Es sind immer anderthalb Minuten, wenn man den Altar aktiviert hat für den Boss. In diesen anderthalb Minuten spawnen dann auch eine ganze Menge extra Gegner, die auch alle ausgeschaltet werden wollen, bevor man halt zum nächsten Level weiter fortschreiten darf. Die Raketen, die hier so quer durch den Raum fliegen, die kommen übrigens von einem nutzbaren Item. Man hat hier immer auch ein nutzbares, aktives Item, was man noch mit einer Extra-Taste halt eben benutzen kann. Das ist ein wirklich für den Anfang sehr starker Extra-Skill. Ich werde nochmal eben ganz kurz, solange hier noch Remaining Enemies steht, nochmal eben kurz auf unsere Skills eingehen. Das ist hier wirklich der Standardschuss. Den kann man einfach gedrückt halten, dann wird der ausgeführt. Das hier ist die Salve.
Das ist die Rolle. Ups. Oh, jetzt ist der Schumbo gerade aus dem Bild gegangen. Rolle. Macht aber nichts. So, das ist die Rolle. Das ist eine Ausweichrolle, wo man auch durch die Gegner durchrollt, ohne Schaden zu bekommen. Und dann hat man hier noch die Shotgun, die wirklich, sag ich mal, über das ganze Schussfeld durch die Gegner zurückwirft und auch ganz kurz betäubt. Das ist also der Kommando in Kürze. Drei haben so, jetzt haben wir noch drei Gegner. Hier der gelbe Pfeil zeigt an unserem Charakter schön an. Ja, das wird so ein bisschen lange dauern, bis wir ihn ausgeschaltet haben. Ist nicht wunderbar. Genau, bring ihn mal auf den Boden der Tatsachen. Denn wir wollen uns auch nicht zu lange in dem Level aufhalten. Das Problem, was sich nämlich dabei ergibt, ist, wie ihr oben rechts auch beim Schirmbock sehen könnt, läuft da die Zeit. Und alle, ich glaube im Easy-Mode sind es 7,5 Minuten, steigt der Schwierigkeitsgrad. Ihr seht da nämlich so einen Balken rechts. Da ist jetzt gerade der unterste Teil gefüllt. Das heißt, der Very Easy-Mode ist jetzt vorbei und wir sind jetzt im Easy-Mode. Und umso mehr Zeit vergeht, umso schwerer wird das Spiel. Das resultiert später in Dingen wie, hier sehen wir jetzt zum Beispiel einen Gegner, der schon ein, ja, in dem Sinne epischer Gegner ist. Die haben alle verschiedene Umrahmungen um ihre Lebenspunktleisten drumherum. Sag, mal, daran kann man erkennen, wie stark die sind. Jetzt kommen wir nicht mehr raus hier. Ich sollte vielleicht auch nochmal irgendwas. Ich habe bisher nur zweimal Smart Shop. Ich krieg mehr Geld. Genau. Aber der grüne Pfeil zeigt es an, wo wir hin müssen. Um. Oh, der ist auch sehr gut. Für Level Up kriegen wir dann einen Buff-Banner. Und eine Safeguard Lantern. Drop a Lantern. Ja, das Geld verlieren wir am Ende des Levels nämlich. Dafür kriegen wir aber dann noch Erfahrungspunkte. Erfahrungspunkte sind auch viel cooler. Ja. Risk of Rain. Genau. Wann regnet es denn hier eigentlich? Der Regen besteht in den späteren Schwierigkeitsgraden aus den Goldmünzen und den Erfahrungspunkten der Gegner. Also ich bin da, Level up. Da, wir sind aufgelevelt und haben sinnloserweise einen Banner aufgestellt. Da haben wir natürlich keine Kontrolle über, das ist automatisch. Aber dieser Banner ist ganz nice, weil der gibt nämlich ein Heal over Time. Ups. Und das ist deine Laterne, die Angst verursacht bei den Gegnern. Das ist dein nutzbares Item. Laterne. Und zusätzlich, der Banner sorgt auch noch für Attack Speed. Also wir bekommen dann auch ganz schön Attack Speed Buff. Das sind auch wieder zwei Elite-Gegner, schön erkennbar an den weißen Rahmen um die Lebenspunkte drumherum. Nicht die einfach nur... Die erinnern mich ein bisschen an Loom, oder? Die erinnern mich ein kleines bisschen an Engel aus Neon Genesis Evangelion. Das kenn ich. Ich kenn nur He-Man. Oh. Ich will auch mal eine Waffe. So, was willst du haben? Eine Waffe. Guck mal, ich habe hier nur lächerliche 500 Lebenspunkte. Ja, eben, du hast die lächerlichen 500 Lebenspunkte. Du bekommst pro Gegner nämlich dann permanente HP dabei. Nee, permanente soll ich nicht. Doch, die sind permanent. Aber ich hab, schau mal genau hin. Ach, dann wegen dem Schild habe ich mehr Max HP. Ja, auch. Aber du bekommst auch pro getöteten Gegner permanent Lebenspunkte. Roten Dinger da. Permanente maximal HP. Ja, stimmt. Ich bin voll der Digital hier. Aha. Ja, um nochmal ein bisschen auf den Sinn des Spiels einzukommen. Sinn ist es halt eben, so weit wie möglich zu kommen und viel zu grinden, Items zu bekommen, den Charakter aufzupushen. Und das Ganze macht dem Koop natürlich besonders viel Spaß, weil man auch die Charakter-Skills, besonders wenn man spätere Charaktere freigeschaltet hat, schön miteinander kombinieren kann. Wir können das hier eigentlich mit unseren Charakteren schon ganz schön machen, indem wir halt eben diese Zurückwurf- und Crowd-Control-Skills gemeinsam nacheinander nutzen, was bei uns natürlich nicht klappt, weil wir überhaupt nicht koordiniert spielen. Wir realisieren eine realistische Kampfsituation. Von zwei vollkommen unausgebildeten Kämpfern. Ah, das läuft gerade gar nicht mal so schlecht, in der Tat. Ich könnte mal hier Du dürftest aber mal eigentlich hier nicht sterben. Ich glaube noch Hälfte oder so. Ich hätte gerne dieses Heal-Item, was ich im Testspiel hatte. Das war ganz cool. Oh, das Level-Up-Banner. Da sollten wir uns drin aufhalten, weil da werden wir drin stärker. Und heilen auch. Ich hab mal gerade auf die Laterne nehmen lust. Ah ja, deine Laterne. Laterne. Ich werde es nicht jedes Mal sehen, nur jedes zweite Mal. So, gut, ausgezeichnet.
Jetzt haben wir 5, also ich habe jetzt 500 Gold, du hast bestimmt mehr. Nö, 499. Immer hattest du das ganze Gold. Hey, ich habe auch 499. Ja, dann werden sie doch gesplittet. Also ich wusste, wo das Gold gesplittet wird im Multiplayer, aber ich dachte, dass unter bestimmten Umständen, dass man auch Gold bekommt, ohne dass es geshared wird. Ich weiß auf jeden Fall, dass man hätte auch einstellen können, dass die Items automatisch geshared werden können und nicht du alle kriegst. Aber ach, das ist das, was ich einstellen wollte, aber was du wahrscheinlich verhindert hast. Ich habe nichts eingestellt. Aber mach dir nicht so, kannst du alle Items sammeln, ich kann dich dann den neuen Day nehmen. Weil du hostest ja, ne, ich hoste, ne? Oh, da muss ich alles kriegen. Du hostest. Ah, oh, die sind ja mal nicht, die sind weiß. Episch. Mhm. Ach, die Gegner gibt Unterschied. Das hattest du schon, jetzt hast du schön. Zwei. Ja, jetzt habe ich zweimal. Items. Oh, ich hab auch irgendwas. Items stacken. Also machen entweder mehr Schaden, trocken schneller. Es bringt wirklich immer was, ein Item auch doppelt zu finden. Mit der Rolle kann man übrigens auch sehr schön weit springen, wenn man damit. Ja, genau. Die Rolle ist hier wirklich für viele Sachen brauchbar. Ich merke die Schleichwerbung, wie ich jedes Mal beim Springen Hui Shum sage. Ja. Wir brauchen unbedingt ein paar AOE-Fertigkeiten, die Gegner detonieren oder so ein Kram. Ich hab, glaube ich, so, doch, hab ich. Meine Gegner können explodieren, wenn ich sie töte. Ah. So. Ah, Moment, die habe ich auch, dieses Wisp, dieses Feuerzeug, das aussieht wie ein Zippo. Dieser Roboter. Die smashen ordentlich, wenn man halt in denen drin steht, ne? Das sind Nahkämpfer. Nee, den ich da über den Kopf fliegen habe, der kriegt Schaden, glaube ich. Können die kaputt gehen. Ah, ja genau. Das ist eine Drohne. Oh. Na toll, gut, du hast den Boden kaputt gemacht. Wie haben wir das denn hingekriegt? Weiß ich nicht. Bonus Level. Also das ist mir noch nie passiert. Mach die Super Mario Musik. Oh. Ich bin jetzt runter. Aber guck du mal, dass du es schaffst. Also ich habe das noch nie erlebt, was da jetzt passiert ist. Oh, die Sprünge werden aber ganz schon untypisch. Da liegt ein mega altes Item. Was hast du gefunden? Artefakt of Spite. Auf Spite? Ah, du hast ein Artefakt gefunden. Ja. Was immer es tut. Nice. Ich hab's. Wie sind wir da überhaupt reingekommen? Also nicht, aber ich bin rausgekommen, indem ich unten reingefallen bin. Oh, ja, ich bin auch gerade mal wieder unten reingefallen. Ich bin so, super. Da, wo wir gestartet sind ungefähr. Ja, also, Ladies and Gentlemen, also das war jetzt für mich auch eine Weltpremiere. Ich habe noch nie ein Artefakt gefunden. Der Schumbock wird jetzt bestimmt gleich mal erzählen, was dieses Artefakt so Tolles kann. Ich glaube, da stand nichts bei. Also, naja, es wird schon irgendwas bringen. Wenn ich mich richtig erinnere, konnte ich, als ich das Spiel gestartet habe, Artefakte auswählen, um die Spielbedingungen zu ändern. Vielleicht ist es nur dafür, oder meinst du, es hat in-game auch einen Effekt? Möglich. Oh, ich sehe hier gerade auf der gegenüberliegenden Seite, bevor ich jetzt den Boss aktiviere, werde ich das mal eben aufheben. Da liegt nämlich noch eine Drohne rum. Ich werde jetzt mich mal eben durch die Gegner so ein bisschen durchrollen. Denn ich möchte ja auch das ein oder andere schöne Item hier jetzt mal aufsammeln. Ich habe das Item in der Liste, aber ich glaube tatsächlich, es tut an sich nichts. Zumindest merke ich nichts. Außer vielleicht diese... Genau, so war das. Ich dachte, dass das Gold, was automatisch zu einem hinfliegt, weil nach einer Zeit Gold, was auf dem Boden liegt, fliegt zu den nahegelegensten Charakteren, dass das geshared wird. Und das Gold, was man selber manuell aufsammelt, dass das nur einem selbst zugeschrieben wird. Ja, ist mir aufgefallen, dass diese Level abfallen, also weil das die ganze Zeit stehen bleiben. Könnten wir uns die ganze Zeit schön durchheilen hier. Ich habe eine Elite von den Blumen. Ja, die bleiben stehen. Ja. Dann sollten wir den Boss auch dahin ziehen, wenn es möglich ist. Ich habe hier schön so links und rechts eins verteilt inzwischen. Also hier ist noch der Boss-Schrein, ne? Wenn du ready bist. Ja, ich müsste eigentlich noch mal ein paar Items haben. Ich habe 1000 Gold. Ja, ich habe auch ungefähr 1000. Ich habe gerade noch zwei Drohnen gefunden. Und ich erstelle die Schaden. Aber wir sollten uns auch nicht zu lange in dem Level hier aufhalten. Ja, genau. So, jetzt schalten wir das hier mal an. Jetzt wird's gleich mega hektisch. Ich mag nicht hektisch. Der sieht ja lustig aus. Der Boss ist auch sogar noch ganz einfach. Du siehst, den haben wir schon halb zu. Ja, genau. Vegeta. Ja, ähnlich. Die Gegner, die jetzt hier spawnen, machen mir eigentlich mehr Angst als der Boss an sich. Was macht der Boss denn außer
Der liegt so, siehst du diese Energieblitze? Siehst du das eigentlich, wenn hier nicht gerade 100.000 Gegner rumstehen, auch wo die spawnen, die Blitze? Ah, noch 18 Sekunden, bis ich wieder mein Item benutzen kann. Meine Laterne steht da, ich weiß noch immer nicht so richtig, was ich tue. Es gibt aber auch nicht wenig verschiedene Gegnertypen. Bitte? Es gibt nicht wenig verschiedene Gegnertypen. Ja, das wird also das pro Level kommen auch immer andere mit dabei. So, jetzt ist der Boss fällig. Also, achte auf den zwei Fakten. So. Ja, jetzt haben wir zwei Wisps noch ein. Ja, genau. Ich hab zwei Wisps. Oh. Ein Skill sinnlos verbraten. So. Übrigens, wenn Drohnen, die man dabei hat, wenn die kaputt gehen, dann kann man die wieder aufheben, aber die kosten dann mehr als beim ersten Mal, wo man sie aufgehoben hat. Also die Kosten werden auch kumulativ dann immer mehr, je nachdem wie oft das Ding gestorben ist. Irgendwann lohnt es sich auch nicht mehr, weil die Anfangsdrohnen dann auch keinen Schaden mehr machen. Bringt das, wenn man die Gegner in der verbleibenden Zeit? Nee. Weil die spawnen in der verbleibenden Zeit auch immer noch weiter. Wobei doch, Moment, es gibt ein Achievement, wenn man die Gegner alle besiegt hat, wenn die Zeit abgelaufen ist. Das heißt, in den letzten paar Sekunden nehme ich an, spawnen dann keine neuen Gegner. Und wenn man das geschafft hat, dann gibt es auch ein Achievement und auch ein Item oder Charakter und Unlock. Ja. Ah, dann muss schon noch der Finder sich da mal nachher hin. Muss er mal zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Ah. So war er. Oh, Artefakt da oben wieder gefunden. Ja, du bist clevererweise wieder den Artefakt geklettert. Ach so, bist du zum Teleporter gekommen. Geklettert wäre. Geklettert würde dem Ganzen ja noch schmeicheln. Wir sind schon bei Medium. Wäsch. Wir sind schon bei Medium. Richtig schlimm wird's erst, wenn wir bei Hahaha sind. Das ist der letzte. Ich habe zwei von den verbleibenden Gegnern gefunden. Ich hätte aber lieber. Ja, ich folge auch gerade dem gelben Pfeile. Ich hätte gerne noch Items. Wahrscheinlich ist der ganz am anderen Ende der Map. So ein paar Items wären echt schön, weil ich habe 2.500. Ja, und geht mir nicht anders, aber diese Map war leider nicht gekrönt von Items. Ich springe hier nochmal runter. Oh Moment, der ist hier unten. Gibt's Löcher, die einen endgültig töten? Nein. Okay. Kurze Antwort, nein. Oh, jetzt muss ich auch noch zum Teleporter hinlaufen, ne? Ja, das geht aber schnell. Ah, wenn du wüsstest, wo ich gerade bin. So. Nächsten Spiel. Ich mach mein Geld da mal noch zu EP. Na gut, ist auch ein. War noch mal ein Viertel-Level ungefähr. Zum Teleporter hinlaufen. Ich muss gerade überlegen, in dem Level gab es auch jetzt nichts Besonderes. Denn, es gibt jetzt hier, das ist jetzt natürlich Level 3. Und es gibt aber, ich glaube, pro Level immer zwei verschiedene mögliche Maps, die dann daraus resultieren können. Hier haben die mit Schnee. Ich find's ein bisschen So, weißt du jetzt schon so ungefähr, wo der Regen herkommt? Vom Schnee? Nein, ich meine das jetzt in Bezug auf das Gold, was droppt. Das kann später, selbst bei diesem Pixel-Art-Spiel, so weit gehen, dass der PC dadurch richtig in die Knie geht, weil es einfach so viele Münzen sind. Also das Spiel wird dadurch richtig langsamer. Okay. Ich mag diesen Graphics hier total. Der ist ja bei Dungeon of the Endless, haben wir den auch gemacht. Wen, der? Also diese Figuren. Pixel-Art meinst du einfach. So. Ja gut, das ist jetzt hier schon sehr minimalistisches Pixelart, ne? Weil wie man sieht, sind die Figuren ja auch ziemlich klein, ja. Ne? Und bestehen halt nicht aus so vielen Pixel. Ah ja, jetzt sind wir schon so weit, dass jetzt schon Bosse spawnen, ohne dass wir den Altar benutzt haben. Weiß jetzt nicht, ob wir den. Ah, Dealing Damage heals you, das ist ein sehr netter. Soll ich den Boss jetzt noch dazu spawnen, weil es kann nur schwerer werden. Ach, mach doch. Also wir können den Boss ja gerne schon mal, genau. Weil ich glaube, wenn wir die Map schaffen, aus einer meiner Lieblingsboss-Mucken hier. Jedenfalls, wenn wir den jetzt schaffen, müssten wir auch den Enforcer freischalten.
bin ab und zu mal immun, aber gerade kann ich es auch nicht sagen. Was passiert? Ja, du musst auf jeden Fall viel rumspringen. Was und passiert so eigentlich, wenn einer von uns beiden stirbt? Spielt dann der andere weiter, oder? Ja, der andere spielt weiter. Aber du kannst nicht heilen oder so ein Kram. Oh, du bist gerade ganz schön biestisch mit deinen Fertigkeiten. Also ich werde hier halb umgebracht. Trotz Leech-Skill. Kann man unterhelfen. Diese komische TS-Meldung war übrigens war unser dritter Partner für Smite. Übrigens, den haben wir wahrscheinlich tot geredet. Falls es wen gewundert. Ich überlege jetzt gerade, dass wir jetzt hier überhaupt noch den Boss bekommen haben. Haben wir jetzt zwei Kolosse? Ich weiß es nicht. Ich sehe, ich habe noch nicht einen gesehen. Aber es wird hier immer nur eine Boss-Energie eingeblendet, egal wie viele Bosse gerade auf dem Bildschirm aktiv sind. Oh ja. Das ist schön, wenn man auch so einen Gegner in die Luft geht und andere mitnimmt. Ja, ich will auch mehr davon. Oh, pass auf hier, diese kleinen Manneken, die hier rumlaufen. Das sind Backstabber, die rollen an einem vorbei und greifen dann von hinten an. Die machen auch ziemlich viel Schaden. Da muss man wirklich gut mit aufpassen mit denen. Ich muss mir angewöhnen, den Standardschuss auch mal zu benutzen. Oh, okay, wir haben die Map aber gleich geschafft. Ausgezeichnet. Waren die Bosse schon? Nee, die stehen uns noch vor. Ah, da sind jetzt gerade auch ein paar. Ja, da sind ein paar Raketen von mir eingeschlagen. Also ist der hier oben. Ah, wir können ja hier jetzt so rollen. Nein! Ich roll dann mal eben schön durchs Seil durch. Der ist groß. Und bewegt sich nicht, der ist zu groß. Ah, der wird sich bestimmt noch bewegen. Aber ich glaube, wir machen ordentlich Schaden. Der wird auch nicht allzu. Ach, der steht. Ach, da steht er. Ja, kein Wunder, dass er sich nicht bewegt. Das ist der Nachteil am Gigantenboss. Aber das Spiel besteht einfach daraus, dass man solche Gelegenheiten exploitet. Weil sonst hat man in dem Spiel auch keine Chance. Ja, ich habe auch eine Infusion. Nein, ich habe keine Infusion, weil du jetzt zwei hast. Das war dasselbe. Das wäre eigentlich jetzt wirklich nett gewesen, wenn du mir die ja, überlassen hätte ich das hättest. Ja, vorher gewusst, was das ist. Weil wenn jeder eine hat, das sorgt schon für Langlebigkeit. Ausgezeichnet. Nur, dass wir sie nutzen. In dem letzten Level habe ich das ziemlich viel benutzt. Aber in dem Level gab es aber auch irgendwas ganz Besonderes. Mir fällt es gerade nur nicht ein, was es war. Auf jeden Fall Fallschaden. Das ist aber nichts Besonderes. Hab ich hier mal die Drohne mit? Ah, aha. Ich habe ein Archiv mitbekommen für dich. Ja. Ach so, dann zählen die gemeinsam. Das ist ja cool. Oh, hast du das Level verlassen? Du das nicht? Das war doof. Wir hätten noch eine Menge. Nee. Ich wollte eigentlich noch rumlaufen und Geld ausgeben. Aber okay. Dann machen wir jetzt halt auf der Map weiter. Hier gibt es übrigens auch einen Character Unlock. Folgt mir mal einfach. Einfach im Sinne von einfach. Wir könnten hier eine Magma-Schmiede machen. Eins. Da können wir Adamantit-Items. Wo bist du? Meep. Oh, verdammt. Es geht hier gar nicht weiter. Es gibt hier jedenfalls irgendwo einen Tunnel. Da geht es in einen bestimmten Bereich, wo man einen bestimmten Boss töten muss. Der aber nicht immer spawnt. Aber wenn man ihn tötet, bekommt man den Minenarbeiter. Minenarbeiter ist cool. Ein ziemlich starker Nahkämpfer. Oh. Ich will festen Boden unter den Füßen, nicht so. Oh. Lava ist kein fester Boden, das Spiel träumt nicht. Es ist semi-fest. Man könnte zumindest eine schöne Magma-Schmiede draus machen. Einer der Dorfbord ist hier, mit dem ich mir überhaupt nie auseinandergesetzt habe. Magma schmieden. Hey, du bist gelevelt. Welches Level bist du mittlerweile? Magma schmieden. Oh. 13. Ja, wir sollten eigentlich mal ungefähr gleich sein vom Level. Mu. Mu. Ja. Die Mu. Muku. Nur. Ja. Ich bin irgendwo hochgesprungen. Denke, ich habe hier das Schwein gefunden. Ich hab drei Steine gefunden. Oh, wir haben wieder einen Adler bekommen. Kann es sein, dass es Belohnungssteine gibt, die nicht immer eine Belohnung brauchen?
Ja, genau. Wenn man mehrfach Pech gehabt hat, bekommt man da was. Ah, ich hab den, ich glaube, es ist ein Slow. Ja. Ich hab jetzt den Slow Skill bekommen. Wow. Also nicht Skill, sondern passives Item. Kommst du mit? Ja, genau. Hier lang. Garstigen Harpien. So, jetzt gehen wir hier weiter. Wow. Den machen wir noch nicht. Oh, wie viele Drohnen habe ich jetzt? Ah, ist ein Flammenwerfer, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau. Ja, genau. Da unten, wo du bist, ist schon ganz gut. Da unten müssen wir jetzt durch den Tunnel. Mit Springen. Vielleicht schaffst du dein HP. Ich bin ja schon ewig drin. Also, ja, hoffentlich stirbst du uns jetzt nicht weg. Bei Rollen? Ja, sehr gut. Nee, leider ist der Boss nicht gespawnt. Jetzt wäre der jetzt hier gewesen. Du musst HP regenerieren oder eben auf Gegner-Spawn warten, damit du dir wieder ein bisschen leechen kannst. Ich will da hoch. Also mein HP-Regen ist jetzt eigentlich recht schnell. Der tickt jetzt ungefähr 10 pro Sekunde. Na, aber mir nicht. Ich mach mal die Laterne. Die uns nichts bringt, aber... Ich glaub, immerhin leuchtet. Ja, ich warte noch eben, geh schon mal vor. Ja, ja, ich gehe schon mal vor. Ich fahr schon mal den Wagen vor, Harry. Ja. Stefan. Ja, Erik. Grad wieder. Alter, sonst der Nachtgag, dass man war. Der war doch super. Weiß nicht, der Gag bestand doch einfach immer nur aus Derek, aus Harry und Stefan sagen. Das wäre ja schon möglich. Oh, 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 oh. Hier passieren gerade ein paar sehr ungesunde Sachen. Rausgekommen? Hier sind Gegner, die so rote Raketen schießen. Hüte dich davor, weil die sind nicht stark. Oh, genau. Die sorgen schon mal häufig für Tod. Ich bin nicht aus der Lava gekommen. Oh, da liegt eine Drohne. Ah! Aus der Lava kommst du über das Seil. Extra markierte Seil, das wäre es also gewesen. Tja, dann kann ich jetzt dein Gameplay immer in super kommentieren. Hier stand, ey, wenn, da stand gerade, wenn das... Ah, ich sterb jetzt auch. Da steht, wenn es zu schwer ist, spiel's doch bitte im Drizzle-Modus. Ja, ja, wir spielen im Drizzle-Modus, das ist das einzige Problem daran. Ja, okay, sag, ja. Nun, ich meine damit, wir haben das jetzt natürlich nur gemacht, um nicht viel mehr als ja, 30 Minuten zu spielen. Ja, wäre zu extrem gewesen für eine Folge. Genau. Ja, das war Risk of Rain. Aber leider haben wir keine Klasse unlocked, glaube ich. Doch, ja, ich irgendwas haben wir unlocked. Guck mal da. Ja, wie haben wir den denn jetzt unlocked? Sagen wir doch mal eben... Richtig, ich meine, ich habe den ja damals auch unlocked, aber ich kann mich daran erinnern, dass es ziemlich schwierig war. Ich kann mein Artefakt hier auch noch nicht anschalten. Hm. Ich gehe mal eben... Ach, wird das jetzt überhaupt gespeichert? Wir scheinen jedenfalls irgendwas richtig gemacht zu haben. Ich glaube, es wird nicht gespeichert, kann das? Doch, ja, der Cowboy wird gespeichert. Der Zeug. Der Bandit. Der ist sehr, sehr gut. Ist einer mit der und stärksten das Artefakt Damage-Dealer, ja. Ist Spite, das kann ich anmachen, dann explodieren die Gegner, wenn sie sterben. Ich guck mal eben nach den Achievements. Wenn man die Artefakte für sich anmacht? Oder ist das ein Nachteil? Ich habe keine Ahnung. Ah, beat the third stage. Moment, dann war der ja doch recht einfach zu anlocken. Ah, wir haben einen Stage. Ich zeichne mal eben gerade den Cowboy und guck, was das mit dem Smite auf sich hat. Mit dem Artefakt auf sich hat. Das würde mich nämlich jetzt noch gerade mal eben interessieren. Dazu muss ich einen Gegner töten. Also wir haben hier diese Rauchbombe. Damit werden wir offensichtlich nicht gesehen. Der Standardschiff ist das hier. Der kann übrigens sehr schnell hintereinander schießen. Also das Autofire von ihm ist nicht so schnell, als wenn du ihn manuell auslöst. Du kannst manuell den schneller triggern als mit Autofire. Ah, Gegner, die sterben, hinterlassen so Granaten. Die machen aber mir auf jeden Fall auch Schaden. Okay, wollte ich nur noch eben zeigen. Bei der Band. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ja. Also mir auf jeden Fall und ich denke dem Schumbock auch. Vielleicht machen wir ja nochmal so ein Video. Schauen wir mal ein bisschen auch, wie die Klicks sind natürlich. Ich würde euch das nochmal wünschen. Einmal Risk of Rain dann auf den nächsten Schwierigkeitsgrad. Dann üben wir vorher auch ein bisschen, weil es... Ja, vielleicht machen wir es beim nächsten Mal erstmal mit noch anderen Charakteren und noch ein paar anderen Items, die wir dann freigeschaltet haben. Relative spontane Aktion. Okay. Genau.
Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und ich sag schon mal Tschüss. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.